Wenn Sie auf der Autobahn im Stau stehen, wünschen Sie sich dann nicht auch manchmal eine zusätzliche Fahrspur? Das wäre fein, oder? Die ASFINAG und das Verkehrsministerium starten ab Juli einen Versuch. Auf einem knapp 3,5 Kilometer langen Abschnitt der A4 Ostautobahn geben wir, wenn es staut, den Pannenstreifen als zusätzliche Fahrspur frei. Aber aufgepasst! Diese temporäre Pannenstreifenfreigabe gilt nur zwischen der Auffahrt Simmeringer Heide und dem Knoten Schwechat an der A4 in Richtung Ungarn. Und wir zeigen Ihnen an, wann Sie auf dem Pannenstreifen fahren dürfen. Das funktioniert ganz einfach. Schritt 1. Unsere Sensoren melden uns, dass es staut. Schritt 2. Wir kontrollieren über unsere 30 Kameras, ob der Pannenstreifen frei ist. Schritt 3. Unsere Traffic Manager fahren die Strecke ab. Schritt 4. Wir geben den Pannenstreifen frei. Sie sehen das dann durch einen grünen Pfeil auf den Überkopfwegweisern. Das heißt, Sie können jetzt auf dem Pannenstreifen fahren. Sollten Sie bei freigegebenem Pannenstreifen eine Panne haben, nutzen Sie, wenn möglich, eine Pannenbucht. Müssen Sie bei freigegebenem Pannenstreifen eine Rettungsgasse bilden, tun Sie das wie bei drei Spuren. Wenn wir den Pannenstreifen wieder sperren, dann sehen Sie einen gelben Pfeil, der nach links weist, und Sie ordnen sich auf der Hauptspur ein. Ist die Anzeigetafel schwarz, dürfen Sie den Pannenstreifen nicht befahren. Wichtig! Wenn Sie von der A4 auf die S1 Wiener Außenring-Schnellstraße abbiegen wollen, dann fahren Sie auf dem Pannenstreifen, aber nur, wenn er freigegeben ist. An dieser Stelle endet auch der temporär freigegebene Pannenstreifen. Alles klar? Bevor Sie losstarten, noch ein kurzer Überblick. Pilot temporäre Pannenstreifenfreigabe ab Juli 2018. Auf der A4 Ostautobahn zwischen der Auffahrt Simmeringer Heide und dem Knoten Schwechat in Richtung Ungarn. Und nur dort. Nur bei Freigabe befahrbar. Grüner Pfeil, Pannenstreifen kann befahren werden. Gelber Pfeil, wieder in die Hauptspur einreihen. Schwarze Tafel, Pannenstreifen ist nicht befahrbar. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt.